Was haben Sie am Ende dieser Legislaturperiode an der Behindertenpolitik der Bundesregierung zu kritisieren? Also schlecht gelaufen ist insbesondere die Beteiligung von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, die nur kurzfristig oder gar nicht angehört worden sind, deren Vorschläge dann auch in Gesetzesinitiativen und Anträgen nicht aufgenommen worden ist. Und insbesondere beim Bereich Barrierefreiheit, wo wir als Linke zahlreiche Anträge gestellt haben, gab es immer wieder, das geht alles nicht und sei auch gar nicht notwendig. Also Barrierefreiheit ist ein Thema, wo wir kein Stück weitergekommen sind. Bei der Überarbeitung bzw. Neuausrichtung des Bundesteilhabegesetzes sind viele Baustellen offen geblieben, wo wir uns gewünscht hätten, dass wir weiterkommen. Auch das ist leider nicht erfolgt. Was fanden Sie rückblickend auf die laufende Legislaturperiode mit Blick auf die Behindertenpolitik gut oder lobenswert? Also es ist wenig gut gelaufen. Also das Budget für Arbeit, das Budget für Ausbildung, um mal zwei positive Elemente zu nennen, ist gut gelaufen. Ansonsten war viel Stückwerk und Kleinteiliges, aber der große Wurf ist leider nicht gelungen.